So, willkommen zurück bei einer weiteren Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist die erste Folge Raid am Mittwoch. Und ihr kennt vielleicht alle Rap am Mittwoch. Nein, das hat nichts damit zu tun, denn hier geht es nicht um Rap. Obwohl ich vielleicht immer versuche, ein paar coole Beats im Hintergrund einspielen zu lassen und so. Aber hier geht es eigentlich um die Highlights der Woche. Deswegen gibt es jetzt jede Woche eine Folge Raid am Mittwoch mit den Highlights der Woche, was so passiert ist, wie viele Raids habe ich denn allgemein so gemacht, was habe ich für Raids gemacht, gab es coole Pokémon aus den Raids, gute IV, gute WP, sonst was, seltene Pokémon in der Wildnis, Shinies, 100er, alles dabei. Ich werde dann immer viele Highlights einblenden, die auch so in den Gruppen gepostet wurden, lustige Bilder, lustige Sachen, irgendwelche Fails, alles was wir so finden, um einfach mal einen Überblick zu haben. Leider habe ich ziemlich spät jetzt damit angefangen, das alles zu machen. Deswegen ist natürlich vieles untergegangen oder passiert und man hat es nicht gesehen, nicht festgehalten. Aber jetzt werde ich versuchen, wirklich immer jeden Mittwoch eine Folge Raider Mittwoch zu bringen. Und ihr seht, was die ganze Woche über passiert ist. Die erste Folge wird was Besonderes sein, nämlich das XXL-Format, wo ihr auch aus vergangenen Tagen, vergangenen Wochen, vergangenen Monaten noch Sachen seht, die also nicht jetzt nur eine Woche umfassen, sondern etwas Größeres. Damit wir erstmal auf dem aktuellen Stand sind, was bisher überhaupt so passiert ist. Ganz aktuell habt ihr natürlich Giratina als 5er Raid Boss in den Eiern. In den 5er legendären Raid Eiern. Und deswegen ein Grund mal zu schauen, wie sieht es da aus, wie viele Giratina haben wir denn schon gemacht. Also gehen wir mal hier auf die Medaillen. Auf die Sinnoh-Medaille, da habe ich jetzt 25 Einträge. Scrollen mal runter, schauen uns das Giratina an und sehen genau, 29 gesehen, 28 gefangen. Leider keine 100% Quote mehr, eins ist leider schon geflüchtet. Aber in der einen Woche jetzt, wo das ungefähr da ist, habe ich ungefähr, habe ich also schon 28 Stück gefangen, 29 gemacht. Ihr könnt natürlich mal reinschreiben, wie viel ihr schon gemacht habt, wie viel ihr gefangen habt und so weiter. Aber jetzt wollen wir uns nicht weiter aufhalten und schauen mal rüber in die Bilder, in die Highlights, denn da habe ich ein paar Sachen festgehalten. Die Woche hat gut begonnen mit einem Duo-Raid, den ich da mit Thorsten gemacht habe. Und wie ihr seht, wir haben das Despo da zwar geschafft, aber es war so knapp, wir hatten genau noch 0 Sekunden übrig und da ist es erst in die Beine gegangen. Ich habe gedacht, dass es richtig einfach wird, weil wir das schon oft zusammen gemacht haben, aber diesmal Despo da war Wetter geboostet, Thorsten hatte da bei manchen Machomai, die er eingesetzt hat, nicht mal die Kampfattacken, sondern noch Patronenhieb oder sowas. Dann waren plötzlich, ich hatte die mir höher in Erinnerung, ich dachte, der hat viel mehr hochgemaxt und bessere, als ob er plötzlich keine Pokémon mehr hätte. Deswegen war es diesmal ziemlich knapp natürlich, wir haben es trotzdem geschafft, zu zweit. Macht ihr Despo da auch immer zu zweit? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, schauen wir mal weiter. Der Raid hat sich natürlich gelohnt. Wie gesagt, es war Wetter geboostet. 26, 21 hätte dann das 100er gehabt. Und er hat jetzt seinen 98er bekommen mit 15, 15, 14. Also besser geht's kaum. Da trifft nur noch das 100er drüber. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Der Tobi, den muss ich auch beglückwünschen, der hat einen Shinux-Raid gemacht und gleich ein 100%iges bekommen. Was ich natürlich auch cool finde, könnt ihr aktuell nur aus Raids erhalten oder halt aus 10er-Eiern. Und ja, ich laufe aktuell auch mit Shinux. Habe leider nur ein 98%iges bis jetzt, aber vielleicht kommt das auch noch. Lilinsira hat da ein Shiny Pikachu mit Hexenmütze gefangen. Also läuft bei ihr natürlich. Zahnfee hat ein Shiny Drifblon sich gegönnt. Momentan ist ja noch das Halloween-Event am Laufen. Da gab es natürlich viele Shinies. Make-Off hat ein 100% Flamly gebrütet. Ich hoffe, das hebt er sich natürlich auf für den Community Day, wenn der mal kommt mit Flamly, dass er das da entwickeln kann. Wenn nicht, mach das einfach mal, würde ich dir empfehlen. Da habe ich einen kleinen Screen festgehalten bei meiner Hausarena, die Stolpersteine, weil ich fand das einfach cool, dass überall diese blöden Pandimos rumsitzen, die nerven einfach so dermaßen und dann tanzen die immer so und wackeln und das sieht so genial aus. Leider hier nicht, weil es ein Standbild ist, aber weiter geht's. Linsira hat gleich noch einen hinterhergesetzt, ein Shiny Hunduster sich geholt. Der Bockwurst King kam mit einem Shiny Vivian, also da gingen die Shinies richtig gut raus jetzt beim Halloween-Event. Zahnfee wieder mal mit einem 100% Habitak.
Ja, am Haus Sophie, die alte Goldgrube, schreibt er, da habe ich auch schon eins. Level 9 ist jetzt nicht so krass, aber cool, dass man sieht, dass da öfters was geht. Und das finde ich ganz besonders krass, da ich öfters mal so Tausch-Sessions mache mit Iswo, dass wir auch durch die Kilometer, weil da kommt ja da Ecke Stuttgart, immer schön 3 Bonbons kriegen für jeden Tausch. Und nach dem letzten Community Day Tarnell habe ich mit ihm Tarnell ein bisschen hin und her getauscht. Und er bekommt einfach mal ein 100% Lucky Tarnell. Also der hat wirklich mehr Glück als Verstand. Glückwunsch trotzdem. Ich scheiß die Wand an, da habe ich noch geschrieben, aber hätte ich auch gern gehabt. Bei mir war es leider nur ein 96er auf meiner Seite, aber Grüße gehen raus an Iswo natürlich und sein 100er Glückstarnel. Xtreme hat einen Shiny Schuppet gefangen. Da seht ihr nochmal meinen 98er Shinux, mit dem ich erlaufe, auch als Buddy. Der Optimizer, der ist momentan in Australien, glaube ich. Und da wurde der Community Day, weil der nicht so gut verlaufen ist, es da richtige Probleme gab, alles, die Server rumgespackt haben, Internetprobleme, alles, wurde der, glaube ich, nochmal wiederholt. Und er hat einfach im zweiten Anlauf, beim zweiten Tarnell Community Day, ein 100% Shiny Tarnell bekommen, was er dann auch zu Metacross entwickelt hat. Richtig coole Sache, also an der Stelle. Und im ersten Community Day, den er dort hatte, gab es einen Shiny Iso für ihn. Auch eine coole Sache, fehlt mir auch noch, wäre ich auch froh, wenn ich so eins hätte. Und das sieht man natürlich, es gibt ja jetzt auch die neuen Kontinentalen aus der Generation 4. Hat er auch natürlich einen Plauderguy mitgenommen, sich gegönnt. Also 3 Millionen Staubfass, 3 Bonbons. Läuft bei dir, Bruder. Typisch Andy im Psychospektakel, das war ja auch vor kurzem noch. Hat sich ein Shiny Traumado gegönnt. Das seht ihr nochmal vom Optimizer. Dass es da drüben natürlich auch heftig abging mit Kangamas. Also die saßen da überall rum. So viel auf einem Haufen sieht man auch selten, wenn man nicht gerade drüben rumrennt. Aber da wäre ich auch gern gewesen. Sowas hätte ich auch natürlich gern mal um mich rum. So ein ganzes Bündel. Da macht das Zocken natürlich wieder Spaß, wenn nicht überall nur Pandimos sitzen. Dann habe ich wieder mal mit Iswo getauscht und diesmal war das Glück auf meiner Seite, denn ich habe einen 100% Lucky Skorgler bekommen. Finde ich auch cool, kriegt er glaube ich auch jetzt nochmal eine Weiterentwicklung, da kann man einiges mit anfangen. Und hier wieder mal ein Bild von den Pandimos, der Pandimos Gang, die ist wieder am Start und seht ihr, wie sie da das arme kleine Hexenhut Pikachu belästigen. Das Driftlon dreht sich schon weg, weil die Sache ist wirklich sehr unangenehm. Aber was will man machen? Einfach weitergehen, weiterlaufen, nicht unnötig Ärger sich einheimsen, das bringt da nichts. Dann habe ich gestern ein Shinux Raid gemacht und ich habe endlich die Bonbons voll, um einen Shinux zu entwickeln und habe auch gleich einen Shiny Shinux bekommen. Jetzt stehe ich natürlich vor der Frage, entwickle ich das normale, weil das sind nochmal 2 neue Pokédex-Einträge, oder entwickle ich direkt das Shiny, obwohl ich Shinies ja eigentlich immer erst entwickeln wollte, wenn ich wirklich 3 Stück von hab, dass ich dann von jeder Form eins hab. Aber man kann ja natürlich noch weiter raiden und sich erstmal raiden, bis man einen 100er hat natürlich, was auch sonst. Bin natürlich dann weiter mit dem Teil gelaufen, hab es aber gewechselt, hab jetzt also meinen Shiny Shinux als Buddy genommen. Und da sind wir auch gleich wieder bei einem Shiny-Thema, denn damals beim Arktos-Tag ist auch noch was richtig Krasses passiert. Ich hatte 5 Shinies damals auf dem Iversoft und es gab sogar ein 100% Shiny Arktos. Das war natürlich ein definitives Highlight, obwohl damals habe ich noch keine Videos gemacht, deswegen ist das alles untergegangen. Genauso wie am Shiggy Community Day gab es auch viele Shinies, also das ging richtig gut ab. Die mit Sonnenbrille sind natürlich auch aus den Aufgaben gekommen, die man an den Stops bekommt. Und da war einfach mal ein Shiny Shiggy mit Sonnenbrille dabei, 100%. Natürlich konnten alle, die diese Aufgabe da bekommen haben, hingehen und sich genau dasselbe holen, glaube ich. Denn der Alex hat, glaube ich, auch eins gehabt, hat das auch gepostet und ich habe von mehreren natürlich gehört, die das bekommen haben. Also ist immer gut, wenn man was findet und man tauscht sich's aus, schreibt's in die Gruppen rein, wo ist was, ihr helft damit anderen und die anderen helfen euch, hoffentlich auch im Gegenzug. Die Terrorzige hat ein 100% Alola Radfratz bekommen, wohl aus einem Ei aus New York, dafür steht wahrscheinlich das NY.
kann ich mir nur vorstellen. Glückwunsch dafür, habe ich auch mal mit reingenommen. Ditch mit ihrem 100% Community Day Sonnenbrillen Schicki. Leider nicht shiny, aber trotzdem eine coole Sache. Dann war ich mal einen Tag in der Tschechei. Und da war gerade das Go-Fest und da gab es dann Plusle und Mino natürlich als shiny. Da habe ich ein Plusle in shiny gefangen in der Tschechei. Der Brain, nee, Brain nennt man, es gibt ja den Brain und dann gibt's Brain, damit man die auseinanderhalten kann, also von Ditch, der heißt Brain, den nennen wir so, der hat ein Shiny Magpi aus einem Ei bekommen mit 96%, Ditch wiederum ein Glücks-Warblu mit 100%, auch sehr cool, dann hat sie sich noch einen Shiny Kleinstein gegönnt, was ich richtig cool finde, bei manchen sieht man ja kaum einen Unterschied, aber die gehen richtig ab. Terrorzige mit einem Shiny Fukano. Brain wieder. Jetzt habe ich es bald raus. Ne? 100% Kleinstein. Habe ich leider auch noch nicht in der Sammlung. Genauso wie Shiny Kleinstein fehlt mir auch noch. Dann hat er gleich noch ein 100er Carbador hinterher bekommen. Also bei ihm richtig krasse Sache. Und Hundelunge kommt sogar mit einem 100% Rabauz um die Ecke. Alles jetzt in letzter Zeit erst passiert. Und da würde ich natürlich erst recht warten und das nicht entwickeln, weil das Ding ist so einfach Gold wert. Weil man könnte theoretisch ja ein 100er Kiki vielleicht so fangen, man könnte ein 100er Nocturne so fangen, aber ein 100er Rabauz, ihr kriegt das nur aus dem Ei, also verschwende das nicht, hebt das auf, so wie es ist. Typisch Andy mit einem Shiny Tanzer. Und komischerweise ist in letzter Zeit doch alles golden. Erst sieht alles gleich aus, jetzt ist alles golden. Und gleich hinterher noch ein Shiny Natu hat er auch mitgenommen. In Meiningen habe ich dann ein Shiny Weimar gefangen, was das zweite war für mich zu der Zeit. Habe ich dann also auch entwickelt. Wie gesagt, ich heb mir das immer auf. X-Fran hat dann nochmal ein Shiny Hexenhut Pikachu. Das finde ich auch ein richtig cooles Bild. Aus der Bad Rodach-Gruppe natürlich zwei Spieler, sechs Handys, alle gefangen. Sieht immer cool aus, wenn da so viele Handys aufeinander liegen und man so viele Accounts sieht. War noch zur Reggae-Steel-Zeit. Der letzte Dreck, Reggae-Steel, braucht kein Mensch. Freue mich schon wieder, wenn Regi Rock wiederkommt. Das war nämlich ein cooler Dude. Ricola mit einem 100% Raikou. Raikou? Raikou. Aus der Feldforschung natürlich, nehme ich mal an. Glückwunsch dafür. Dann war die Zeit natürlich mit den kontinentalen Eiern, das habe ich ja schon mal gezeigt. Bingi Lotta mit einem 100% Taurus, da war ich neidisch. Die hat sogar dann noch ein 100% Mewtwo bekommen. Jetzt in der letzten Zeit, also von Bingi Lotta, ihrem zweiten Account, gab es ein 100er Mewtwo, schon das zweite. Dann ganz unspektakulär dazwischen mal am Friedhofstopp. Saß letztens auch ein 100% Zickzacks, also wer 100er sammelt, hat sich da natürlich gefreut. Da seht ihr nochmal ein paar Eindrücke aus dem Community Day mit Schicki. Überfülltes Suhl, aber in Hibu sah es ja auch gut aus, da war auch was los. Und ich muss sagen, beim Tarneltag war es leider nicht so krass. Da haben so viele andere Pokémon immer zu da gesessen. Das war ziemlich ungewohnt, war eigentlich bei den Startern nicht so. Der Bockwurst-King hat noch ein paar Bilder reingeschickt, weil dann so Memes rumgegangen sind und sich drüber lustig gemacht wurde, über das Turtok mit Sonnenbrille, hier mit Blindenhund natürlich. Oder auch das Alola Ratfratz und die Ninja Turtles, finde ich auch cool gemacht. Oder auf dem Bike natürlich, ein waschechter Biker, Rocker, Chopper, boom. Oder als Mutenroshi von Dragon Ball auch zu sehen. Hier noch ein Bild, obwohl nach momentanem Stand könnte ich mit 5 Handys mitmachen und du 1. Sind also schon 6 Accounts. Woo. Natürlich liegen da nur 4, weil mit einem musste man ja das Bild machen, aber das waren manchmal richtig krasse Zeiten, wo man einfach dann so viele Handys hatte und dann jeden mitgenommen hat, sich gegenseitig geholfen. Der Geige mit seinem 100% Glücks Mewtwo, einfach getauscht, 100% geworden. Habe ich leider auch noch keinen Lucky bei Mewtwo, weil ich immer verschwitzt, diesen Spezialtausch zu machen irgendwie. Dann was ganz Besonderes, was so wertvoll ist wie 100er, sind natürlich auch die 0% Pokémon, wie ihr hier seht, vom Andreas mit seinem 0% Zickzacks oder der Ikegru mit seinem 0% Visor. Der Bockwurst-King trumpft auf mit einem 100% Lucky Smetbow, das hatte ich auch schon mal gezeigt. Andreas wieder 100% Relaxo, auch wieder richtig coole Sache.
Bei den kontinentalen Eiern war bei mir auch ein 100% Porygon dabei, worauf ich besonders stolz bin, da man das ja jetzt auch wieder weiterentwickeln kann nochmal. Und ihr seht, nicht nur Binky Lotta, sondern auch der Michael hat ein 100% Tauros, genauso wie der Alisterus hat auch ein 100% bekommen. Also die waren gar nicht so selten, aber für mich leider keins. So rettet man ein Tattoo. Das fand ich auch richtig cool. Wie ihr seht, links, das sieht aus, als hätte ich das gemalt. Und dann rechts, was man einfach draus machen kann. Und das ist so witzig, dieses Bild einfach nur, wie lustig dieses Pikachu sich rumdreht und dann schaut. Und daneben steht noch eine Flasche Bier, Heineken. Das trinkt also heimlich und malt. Und es malt so ein gegeigeltes Bild. Also das finde ich so genial, dass wenn es das nicht gäbe, das hätte ich auch gern. Aber der linke Networks hat natürlich wieder alles übertrieben. Neben den ganzen 100% Taurosen kommt er an mit einem 100% Glückstaurus. Einfach mal getauscht. Richtig krasse Sache. Dann war auch schon die Mac in Erfurt. Da hat mir der Snyder ein Pikachu Cap mitgebracht. Mit einem Autogramm von Sturmwaffel, wie man das sieht. Für Ramses der Dicke von Sturmi. Finde ich cool. Hängt jetzt bei mir da hinten an der Pinnwand rum. Und zu der Zeit natürlich gab es überall vermehrt diese Pikachus mit diesem SS-Cabby. Saß da auch wieder alles voll. Und viele freuen sich natürlich, die Pikachu-Medaille noch nicht voll hatten, dass sie da noch ein bisschen die hochziehen konnten. Ich habe sogar einen 0% Pikachu mit SS-Mütze gefangen. Das ist natürlich auch selten. Durchs Tauschen habe ich dann später auch noch ein 100% Electek bekommen, was ja jetzt auch nochmal eine Weiterentwicklung bekommt. Und ja, da ist nämlich der Brian, nicht Brain, der Brian. Und der ist immer unser Leader, wenn es darum geht, 100% Pokémon aufzuspüren, weil der postet so oft welche, der findet so oft welche. Gut, es saß bei ihm vor der Haustür, deswegen natürlich ein 100% Bidiza auf dem Markt. Und das war cool, denn kaum war die Generation 4 draußen, die ersten Viecher sind erschienen, konnte man sich auch schon gleich das erste 100er gönnen aus der vierten Generation. Und Bidiza ist ja eh ein richtig geiles Pokémon. Viele lieben das ja einfach nur. Ramon, du bist der Nächste. Wieder vom Brian, der sich darüber lustig macht, eben wenn man mit so vielen Handys rumhängt. Und manche übertreiben es halt wirklich, wie man das sieht. Also wie will man damit spielen? Wie willst du da überhaupt irgendwas machen? Stellt euch vor, Community Day und ihr lauft so mit eurem Brett mit 1000 Handys. Ihr dreht durch, ich sag's euch, es geht gar nicht anders. Dann ein richtig krasses Highlight natürlich. Ich gerade auf dem Weg Hibu verlassen nach Suhl, wollte ins Kino gehen und dann postet der Zahnfee einfach als Flurmel am Dino. 100% Ditto. Und das ist so scheiß selten. Ich kenne kaum Leute, die einen Drecks 100% Ditto haben. Und dann sitzt das da und man ist nicht da. Und ich wäre fast ausgerastet, vor allem mit einem so guten Level noch, Level 28. Das ist ein richtig krasser Brocken, richtig feine Sache. Und ich glaube, es wird nie wieder kommen. Ich werde nie wieder die Gelegenheit haben. Aber das hätte ich natürlich gerne gehabt. Und gestern aus dem Raid, es war natürlich wieder kalt, es war stürmisch, es war windig, es hat geregnet. Aber der Tobi hat einfach mal einen 100% Giratina bekommen. Auch Glückwunsch dafür, denn das sind wieder die aktuellen Ereignisse. Und das war's, glaube ich, jetzt für diese Folge. Die geht schon wieder viel zu lang. Aber die nächsten werden natürlich kürzer und am Ende werde ich immer noch den Schocker der Woche einblenden. Den habe ich diesmal hier für euch. Ein 100% Lucky Giratina mit Wetterboost. Ihr seht, das ist auf Level 25. Ist Lucky, hat Wetterboost. 100%. Also so viel Glück muss man erstmal haben. Das ist aber leider nicht von mir, leider nicht aus unserer Gruppe. Denn am Ende der Schocker der Woche wird immer sein von irgendwelchen Facebook-Gruppen, wenn ich da was richtig Krasses sehe. Und das war dem Roberto Jakob. Also, Daumen raus. Richtig coole Sache. 100% Lucky Giratina mit Wetterboost. Das war's aber jetzt für diese Folge. Hier stehen schon 19 Minuten auf der Kamera. Ich glaube, so lang wird das Teil auch gehen. Und ja, wir melden uns dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge Raid am Mittwoch.
mit ein paar Statistiken natürlich, wie die Woche so verlaufen ist, welche Raids gab's, welche Raids hat man gemacht, wie viele Raids hat man gemacht, was gab es sonst wieder für Shinies, Hunderter, irgendwas. Deswegen postet mir ruhig eure Sachen und postet es in die Gruppen. Ich nehme es mit rein. Wenn ihr das nicht wollt, nehme ich es vielleicht nicht mit rein. Aber da dürfte vielleicht keiner ein Problem mit haben, solange die Spielernamen nur angegeben sind, weil ihr postet das, ihr wollt ja das zeigen, damit die Leute das sehen. Und ja, finde ich eine coole Sache eigentlich. Vielleicht hat das Format Zukunft. Wenn nicht, lasse ich es halt wieder. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Puh.